kann das denn da eh nicht lesen? Long for a family. Das wäre das hier. Und hier oben sieht man ein Sternzeichen, Sternbild, irgendwas, keine Ahnung. Das Omega-Zeichen oder für Widerstand in der Elektrizität. Also in der Physik. Ja, und. Das Kind sind aber nicht wir. Weil das hat auch so ein Haarbüschel wie, naja, muss ja nichts heißen, aber. Und das sind ganz einfache Leute. Könnten unsere Eltern sein, tatsächlich. Ich erinnere mich nicht an meine Mutter, es tut mir leid, aber wir tragen auch eine ähnliche Hose. Das will ich jetzt wissen. Okay, das Hemd hat eine andere Farbe, aber trotzdem. Boing. Oh oh. Das wird schon seine Richtigkeit gehabt haben, ich denke, das muss so. Ah, sonst wäre dazu gewesen. Kleinen Moment. Elendige Drecksnase bei der Kälte. So, nur mal gucken. Ja, das kommt mir jetzt gerade irgendwie schwer bekannt vor. Waren wir da nicht schon? Hat das nicht... Boing. Ey, das haben wir doch schon gemacht. Ja, das war ganz am Anfang. Und ich check's immer noch nicht, dass ich das nicht kann. Danke. Moment, ich will aber vorher doch nochmal. Und hier hinten haben wir eine große Statue von seinem ekligen. Sind das quasi die einzelnen Abschnitte des Spiels? Die man vielleicht nochmal besuchen kann? Oh. Da waren wir auch schon. Ja, aber da oben sind wir schon hingekommen, das ist kein Problem. Da geht es nur zu dieser Plattform, die man oben in der Ecke gesehen hat. Und
Besagte Plattform hatte so eine Karte da oben. Okay, langsam habe ich so mehr oder weniger den Dreh raus, welche Tasse welche Farbe ist. Jetzt muss ich nur noch raffen, dass ich die Farben nicht angleichen muss, wenn sie im Weg stehen, sondern dass sie entgegengesetzt sein müssen. Okay, das war das. Und weiter geht's nicht. Nun gut. Tschüss. Ja, da hätte ich mitkommen müssen, stimmt's? Hab ja genug Versuche. Hui. Nein. Narr. Ja, den hole ich wieder. Ich kann auf die auch nicht draufsteigen. Oh, und der ist. Ist das so? Könntet ihr auch mal ein wenig besser abstoßen? Ja, das wäre schon ein Anfang. Ja, so ist doch schön. Perfekt. Okay. Es ist eher auf der falschen Seite gelandet. Naja, je mehr in der Mitte sind, desto exakter gehen sie genau hoch. Hä? Oder auch nicht. Okay, das ist schon mal. Nein. Ah, ich wollte es ja eigentlich wieder abstoßen. Naja. Hey, geil. Ja, die stoßen sich da hinten oben jetzt natürlich auch ab. Der eine kann da gar nicht. Darf ich vielleicht? Danke. Halt, stopp! Boah, okay. So reicht das noch nicht für den Roten? Ah, weil der halt jetzt. Okay, hat gereicht. Ja, mehr wollte ich gar nicht. Glaube ich. Foreign Nation of Motorlöl. Das Team hat könnte auch ein wenig größer sein, ehrlich, bei so einer Auflösung. Motorland. So.
Ja, das wären die hier. Die haben auch diese kleinen Kuppelspinnen-Aufladedinger gebaut. Schade, kann man die nicht nochmal anklicken, um irgendwas darüber zu erfahren. Ich finde es schade. Da wäre vermutlich extrem viel drin gewesen. Okay. Ah! Aber nicht lange. Doch schon relativ lange. Ja. Kann man die irgendwie wieder resetten? Okay. Und ist der Strom jetzt auch tatsächlich aus? Wäre die andere Frage gewesen. Gut. Okay, noch ein Theater. Dieses große Schild zeigt mir eigentlich an, dass ich da hinten hin müsste. Aber ich will das jetzt halt doch sehen. Ja, jetzt will er sie alle angreifen, denn jetzt hat er ja die Macht. Der Zauberer, nein, zum Fick, mach das doch nicht, du Narr! Aha, und die bilden zwei Fraktionen. Also die einen bleiben zurück und bauen alles auf und die anderen, ja. Und er macht noch so, du bist schuld, elender Zauberer. Ich verfluche dich. Auf immerdar. Okay. Boing. Ich finde das Spiel wirklich extrem schön gemacht. Was ist da geschehen? Okay, das hat nichts damit zu tun, dass ich in die Nähe komme. Und sie killen mich. Ich kann nicht drüber hüpfen, auf jeden Fall. Bin ich so schnell? Geht das? Nein, im Leben nicht. Okay. Nein. Zu langsam. Stimmt's? Alter.
schwer. Hätte mir ruhig sagen können, dass ich den Scheiß auswendig kennen muss. Okay, da komme ich nirgends hin. Glaube ich. Ahaha! Was ist das? Fucking. Oh oh. Fucking Celeste? Ja, genau. Okay, hier habe ich eine Sekunde Zeit, in der ich nicht speichern kann. Das würde schon mal gehen. Okay, ich habe keine Ahnung, was dann geschieht. Okay, ihr mich auch im Fall. Gehst du unter mir weg? Lass mich, verdammte! Wenn es da überhaupt hingeht. Oh, 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 danke. Cool. So, jetzt muss ich da nur noch. Aber habe ich sie? Habe ich die, was auch immer es gewesen ist? Crafting Iron Lice. Eiserne Läuse. Crafting. Da. Naja, das sind die. Die man auch hier hinten sieht, aber die sind lebendig. Hm. Möglicherweise hat ja jede Nation so ihre eigene Geschichte. Und zwar von oben nach unten. Mach den gleichen Level nochmal. Ja, läuft. Oh, oh. Das ist nicht so schwer, wenn man es erstmal auswendig gelernt hat. Aber ich mag so Jump'n'Runs nicht, wo man die Levels auswendig lernen muss. Ich mag das überhaupt nicht. Weil man jetzt den ganzen Scheiß immer wieder nochmal machen darf. Okay, jetzt gerade zum Glück nicht. Könntest du... Danke. Okay, da unten wäre ich schlussendlich auch hier rausgekommen. Wie sieht es denn im Spiel eigentlich mit Geheimräumen aus? So. Wow, wie schön. Wow, wie schön. Was ist das da unten für eine Kiste? Drsch von die Wand. Vortrabe, lass sie sein.
Ah, okay, doch. Schöne Musik auch. Ah, das waren die Wurzeln dieses Baumes. Erstmal ganz unten gucken. Oh, da kommt bestimmt irgendeine miese, riese Boss-Kreatur. Weil da ist einfach so nichts. Oh. Schade auch, dass man die Sprache nicht lesen kann. Kann ich mich hier gar nicht bewegen? Oh. Bringt uns ja enorm viel die Karte. Frag mich, muss ich eher springen in dem Moment oder eher schnell sein? Ich glaube springen. Boing. Oder beides. Das wäre wieder voll das. Aber schnötige Timing. Verdammte Wurzel. Ast. Ich kann auch nicht beides machen. Doch. Doch. Nur nicht da hinten. Ich müsste quasi mit dem Sliden darauf landen, dann würde es einen Tügel gehen. Ja, danke. Und ich müsste immer noch aufgeladen sein. Jetzt? Nein, das glaube ich nicht. Noch so eine Kiste. Von den Früchten dieses Baums ein Stärkungselixier gebaut? Irgendwie sowas? Ich kann es nicht sagen. Guck halt hoch. Hat ein bisschen was von Portal 2, aber nur ganz wenig. Boah. Aha. Okay. Auch schön in diesem. Oh. Ja, in diesem Drahtgitter oder diesem Gewächshaus, was es vermutlich ist. Ja, solche Zeichnungen eingelassen sind. Mechanischer Vogel, der
ich weiß nicht, Früchte bringt, Früchte nimmt. Unser nächster Bossfight ist. Ja, genau. Wenn er 2 cm von der Kante weg ist, hält er sich noch fest, aber. Oh. In das Gitter. Ich hab's nicht gesehen. Entweder so oder durch die Blume. Nein, so nicht. Immer diese fummelige Friemlerei. Boing. Okay, gut. Hui. Ja, das kennen wir schon. Mist. Ich habe gedacht, da unten steht eventuell noch eine Blume. Okay, dann. Ich finde auch, wie schön das Kraftfeld gemacht ist, wie es so flackert und flimmert. Yeah. Ich suche es eigentlich, dieses Secret. Ich glaube, dafür sind die schon zu hoch, aber ich wüsste nicht, wie man von da unten dort rankommt. Ja, nein. Ich wüsste auch nicht, was ich hier noch anstellen sollte, by the way. Ich kann mich ja nicht großartig aufladen. Noch nicht, vielleicht. Und aufgeladen bis nach da hinten kommen? Nein, das halte ich nicht für möglich. Geschweige denn bis dahin kommen. Warte. Ah, okay, cool. Noch eine. Nachdem wir eine schon verpasst haben. Also ich hoffe, wir kommen da noch mal irgendwie durch. Ich will nicht so weit weglaufen eigentlich. Noch nicht.